Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Runde Nummer 2. Heute gucken wir uns nochmal Stacklands an. Ich fand, es kam ganz gut an bei euch, also starten wir einen neuen Run. Wir lassen das hier immer noch Peaceful Mode on, off und so weiter normal. Wir starten einfach mal. Und ich hoffe, dass ich diesmal ein bisschen gelernt habe aus der ganzen Sache. Ui, 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 das geht diesmal alles ganz schön schnell. Ja. Es gab Hinweise aus den Zuschauerrängen, dass die Ideen, die man einmal hat, auch hier schon alle drin sind. Das heißt, wir fangen jetzt nicht schon wieder von vorne an quasi, sondern wir haben das schon. Also zum Beispiel eine Farm kann ich schon mal sehen, einen Garten, Animal Pen und so weiter und so weiter. Das ist schon gar nicht so schlecht. Oh, und ich sehe auch gerade, offensichtlich haben wir schon alle Packages freigeschaltet. Das ist natürlich mega nice. So, dann machen wir mal. So, den ersten Mond können wir quasi schon mal überleben. Das ist doch schon mal sehr schön. Jetzt machen wir noch ein paar Sticks draus. Womit fangen wir denn an? So, wir fangen wahrscheinlich damit an, dass wir einfach ein neues Paket kaufen. Ja, machen wir mal den Tree als erstes. Am Anfang, glaube ich, geht das relativ gut alles. Relativ einfach. Ja, und jetzt müssen die Frage, was man als erstes macht. Als erstes machen wir drei Wood. Ich glaube, drei Woods ist ein Haus, oder? Ne, zwei Wood, ein Stone, ein Villager. Müssen wir hier. Oh, das ist ein Apple. Das war jetzt nicht so geplant. Machen wir mal einen Stone. Was sollten wir machen? Ein Haus, ne? Ein Stone, wo ist jetzt? Zwei Wood. Wir brauchen noch zwei, ein zweites Wood. Also, ich sag mal so, wenn sich das jetzt jemand hier merken kann, was es hier alles gibt und wie man das alles macht, dann alle Achtung. Berry. Nice. Unlock all packs. Find the catacombs. Ja, dazu sind wir noch nicht. Gucken wir lieber noch mal ein bisschen bei den Ideas. Ah ja, jetzt müssen wir den Villager feeden. Rapp, rapp, rapp. Sehr gut. Und weiter geht's. Wir haben noch genug Essen. Hier oben sehen wir es ja 5 von 2. Das ist gar nicht so schlecht. Aber wir müssen jetzt halt gleich irgendwas verkaufen. Machen wir den Rock nochmal. Vielleicht können wir ja dann. Wir müssen halt irgendwie mal ein bisschen weiterkommen. Farm. Garden. Lumber kennt 3 Wood, 1 Stone. Die Quarry waren 3 Steine, richtig? Richtig. 3 Steine, 1 Wood. Na, das haben wir doch jetzt. Dann machen wir das doch. Und dann produzieren wir da quasi. Oh, was ist denn da mit der Maus los? Dann produzieren wir da einfach weiter Steine aus der Quarry. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und damit haben wir nämlich quasi schon mal ein ganz gutes Einkommen. Das können wir ja schon mal verkaufen. Wir können noch eine Berry verkaufen. Dann haben wir ein drittes Dings. Und dann machen wir hier schon mal weiter. Guck mal. Ach, guck mal. 2 Berry Bushes an 1 Wood. Nice, nice, nice. So, das war ja quasi ein Wood, ein Stone, ein Stick. Das ist sehr gut. Jetzt können wir nämlich hier raus schön locker aus der Hüfte die Steine holen. Und ach, guck mal, jetzt sehe ich auch, das steht jetzt unten links. War das beim letzten Mal schon, dass da die Sekunden stehen, wie das noch, die das noch braucht? Unten links? Weiß ich gar nicht mehr so genau. 3 Wood, ein Stone. Ein Wood haben wir schon mal. Ein Tempel, den habe ich beim letzten Mal auch nicht gebaut. Ein Warehouse habe ich auch nicht gebaut, obwohl ich das schon hatte. Naja. So. Gut, ich glaube, in dieser Mondphase machen wir nichts weiter. Was ist denn? Oh, nee, 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 nee. Oh, ach, guck mal, jetzt kann man das pausieren. Konnte man das beim letzten Mal schon? Nee, ne? Es gab ein kleines Update. Habe ich jetzt gerade runtergeladen. Ich bin mir sicher, dass man es beim letzten Mal noch nicht konnte. Und weiter geht die Wildfahrt. Was ist das? Hup? Fruchtsalat? Was habe ich denn da gemacht? Hoch. Den Apfel und den Dings ist Fruchtsalat. Okay. Na gut. Bitte, warum nicht?
Der Fruchtsalat gibt 5. Momentchen mal, dann verkaufen wir den Fruchtsalat doch und kaufen uns für 4 einfach mal hier das nächste Stacklands Campfire. Oh, das haben wir noch nicht gehabt. Ein Stick, ein Flint, 2 Campfire. Sehr gut. Dann machen wir das doch mal. Ach guck mal, da haben wir auch gerade einen Flint. Diese Dinger kann man direkt verkaufen, das gab es als Hinweis. Genau, das wusste ich so nicht. Du bist nicht am Anfang. Ah, das macht es schon von alleine. Okay, dann werden wir mal uns hier mit den Berry Bushes ein bisschen beschäftigen. Müssen wir auch, denn wir brauchen jetzt sozusagen das Essen. Ah, ist ja nice. Flint und Sticks. Gut, ich sag mal so, da hätte man natürlich auch drauf kommen können, ne? Und was ich beim letzten Mal auch gemacht habe, ist so hektisch die Karten hin und her sortieren und nicht alles im Blick behalten. Ja, auch wegen dem blöden Hasen. Ist er wieder. Naja, gut, wir haben jetzt ein Campfire. Wir können jetzt Hasenbraten machen. New. Can be used to cook food with lukewarm and cozy. Ja, nice. So, wir brauchen noch mehr Beeren. So, diesmal versuchen wir das alles ein bisschen lockerer zu machen. Und auch was ich auch noch gesehen hatte, ist, dass wenn wir hier über das Kartenlimit gehen, können wir quasi die Karten abziehen, die wir sowieso essen würden. Also jetzt zum Beispiel sagen wir mal, wenn wir bei 24, aber wir essen E2. Na, was würde das heißen? Wir müssten nur 2 Karten verkaufen. Also, ganz schön pfiffig bin ich, ne? Ganz schön pfiffig. Dann Feed the Villagers. Rapp, rapp, rapp. Gut, dann bitteschön. Dann Start New Moon. Wir haben noch Essen genug. Machen wir das direkt so. Ja, ist doch super. Jetzt haben wir 2 Wood. Jetzt können wir mal gucken. Wir machen mal hier, bis ich mir rausgefunden habe, was ich machen will. Lumbercamp, 3 Wood, 1 Stone. Okay, dann müssen wir nochmal. Naja, gut, aber da haben wir es ja zumindest. 3 Wood, 1 Stone. So, Berry Bushes. Ich sag mal, die waren wirklich am essentiellsten, sagt man das so? Naja, also die am wichtigsten quasi, dass wir diese Rohstoffsachen haben. Dann können wir nämlich mit einem immer sozusagen Geld generieren. Und das ist gar nicht so schlecht. Das Poop-Zeugs können wir auch machen. Wie biegen denn das nochmal? So, ja. Berry und Poop, das gucken wir uns auch nochmal an. Das hatte ich beim letzten Mal irgendwie nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Ja, gut, das müssen wir nochmal weglassen. So, genau. Jetzt sind wir nämlich schon bei 18. Guckt ihr das an? Das geht relativ schnell, ne? 100 Sekunden Growing Berry Bush. Ah ja. Ah ja, und hier so 15 Sekunden, ja. Und ihr so, was habt ihr so gemacht die letzten Tage? Solbrick, mal gucken, was da rauskommt. Das Lumbercamp macht jetzt quasi dann Holz. Das ist auch nicht schlecht. Dann können wir doch mal hier gucken bei dem Haus. Genau, machen wir mal das jetzt hier. Dann können wir da nämlich 2 Sachen verkaufen. Build a house. Growth. Ein Berry, ein Soil to grow Berry Bush. Ja, das Soil ist quasi das gleiche wie das Pups-Zeugs, ne? Nur, da müssen wir mal gucken. Ich weiß es jetzt gerade noch nicht. Ach, müssen wir noch richtig hinsetzen hier. Ja, ja, ja. So, jetzt geht's hier weiter. 2 Coins haben wir schon. Wir haben noch Essen, das ist gar nicht so schlecht. Flint. 1 Stone, 2 Wood. Wir könnten das Haus mal bauen, oder? Hör mal. Was habe ich jetzt gesagt? 2 Wood, 1 Stone. Die verkaufen wir mal. Und dann machen wir mal nochmal hier mal 1. Voilà. Okay, naja. Wir werden natürlich auch mal was Schöneres rauskriegen können. Ne? Wir verkaufen das Pups-Zeugs. Ah, und sparen vielleicht mal einen Moment lang. Wir sparen mal einen Moment lang. 2 Wood, das heißt, den müssen wir jetzt umsetzen. Nee, nicht ins Campfire, hier hin. Müssen wir noch einen Wood rausholen, dann können wir uns das Haus leisten. Berry Bushes, nice. Haben wir schon mal ein paar auf Vorrat, das ist schon mal nicht schlecht.
Ja, ich würde gerne wissen, wer von euch sich auch mittlerweile das Ganze mal reingezogen hat. Die Coin Chest war auch nicht so schlecht, oder? Es fehlen sogar noch Ideen, das ist verrückt. Wir gucken mal, dass wir ein bisschen sparen. Übrigens, ich hatte noch mal nachgeschaut, das andere Kartenspiel, was ich meinte, heißt Kultist Simulator. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich habe es ein, zwei Stunden gespielt. Da ist es allerdings so, dass wenn man Karten quasi hat, also das Ganze erzählt auch eine Geschichte, die ein bisschen intensiver ist als das hier. Wenn man dann Karten hat, dann ist es mitunter wirklich so, dass man die sehr gut studieren muss. Also man muss dann auf Pause drücken, sich die Karten so ein bisschen angucken, versuchen zu verstehen, was will uns der Schöpfer damit eigentlich sagen. So, jetzt haben wir das. Ja, das ist mitunter nicht so einfach tatsächlich. Das ist wirklich gar nicht so einfach. So, hier ist nochmal ein Pups. Da investieren wir nochmal in das hier, in ein neues Kärtchen. Da haben wir einen zweiten Villager. Nice. Und der zweite Villager wird auch mal direkt zum Berry Bush gehen. Wenn wir das hier mal so machen, sehr gut. Was haben wir dann noch? Noch ein Berry Bush. Okay, wir haben richtig viele Berry Bushes. Dann werden wir gleich, wenn wir die aufgebraucht haben, nochmal ein bisschen hier die Sachen hier dingsen. Und dann überlegen, was wir denn als nächstes noch machen. Animal Pen, hatten wir das schon mal gemacht? Zwei Planks. Farm, Soil, Brick. Plank Garden. Was war denn der Garden nochmal? Ein Soilstone. Lumber Camp haben wir ja schon. Quarry haben wir. Shed haben wir noch nicht. Ein Wood, ein Stone, ein Stick. Okay, das kriegen wir hin. Machen wir das hier mal noch. Ein Wood, ein Stone, ein Stick. Ist jetzt schon, dann machen wir das mal. Das ist doch hervorragend. So, und hier haben wir den ganzen Berry Bush Kram. Und das bearbeiten wir auch noch mal. Wundervoll, wundervoll. Wir bearbeiten das quasi, damit wir mehr Zeugs da rauskriegen. Haben wir das auch schon mal gebaut? Den Tempel, Campfire, Frittata, Campfire, Egg, Potato, irgendwas. Ach so, warte mal, das lassen wir noch mal einen Moment. Obwohl, wir haben jetzt gleich. Machen wir das mal. Das geben wir auch schon mal ab. Spear, das wäre auch nicht so schlecht. Ein Wood, zwei Sticks. Alles klar, machen wir mal zwei. Machen wir mal so ein. Nice. Sehr gut. Und los geht's. Für das. Da brauchen wir Ditte hier. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Spears machen. Ein Wood, zwei Sticks. Gut, das heißt, der muss jetzt. Dann gehst du nochmals an den Berry Bush dran. Und die Steine verkaufen wir einfach mal. Den Flint behalten wir. You never know. So, wir wollen ja da irgendwie drankommen. Achso, und wir können mal jetzt auf das nächste Reap and Soul Packet sparen. Gar nicht so schlecht, glaube ich, das mal zu tun. Ein Wood, zwei Sticks. Heißt eigentlich, wir brauchen dann drei Woods, ne? Logischerweise. Nur kleine Woods. Das Chat-Ding macht gar nichts, ne? Naja. Ich habe das Gefühl, diesmal läuft es ein bisschen besser. Sag mal. Ja. Auch hier schon mal ein bisschen was draus. Spear, ein Wood, zwei Sticks. Okay. Vielleicht kriegen wir das in dieser Mondphase noch hin. Dann ziehen wir zumindest einen schon mal an mit so einem mit den Sticks. Pupsis. Wie viel haben wir denn? Fünf von. Dann machen wir mal einen. Warum auch nicht? Sehr gut. Jetzt kriegt der nur noch Ditte. Komm, dann mach du doch mal Stein so lange in der Zwischenzeit. Sehr gut. So, achso, das macht schon von alleine. Dann bitte hier mal weitermachen. Dankeschön. Dann können wir noch ein paar Coins sammeln am Ende. Wir haben ja noch vier Karten über. Das ist natürlich nice, den Chat sofort am Anfang zu machen. Chicken, Planks, drei Wood, ein Villager. Ja, nice.
Oh, der macht 3 Stück. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt ist gleich schon wieder Feierabend. Wir haben gerade noch Essen genug. Das ist schon mal gut. Immerhin ist noch keiner gestorben. Na, wundervoll. Hey, wir sind schon eine Viertelstunde dran. Das ist natürlich richtig schön. So. So, ein Berrybusch. Sehr gut. Und jetzt das Lumbercamp. Ja. Also, gerade läuft's, würde ich sagen, oder nicht? Ich würde denken, ja, ne? Ja, wir haben natürlich ein bisschen wenig. Wir haben natürlich ein bisschen wenig Coins, ne? So, ein Speer haben wir schon mal. Das ist ja schon mal gut. So, mach du einfach mal den anderen Berry Bush. Du wärst mal schön da hinten. Planks könnten wir natürlich auch machen. Ja, ich hätte gern ein bisschen mehr sag mal Erfahrung. Wir lassen das mal und machen mal hier. Obwohl, naja, ist auch Quatsch. Ne? Obwohl, wir können noch einen. Machen wir noch mal einen Berrybusch dahin und einen dahin. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch mal ein paar Berrybushes. Das ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Wir haben noch genug Karten. Wir müssen also jetzt gerade nichts ausgeben. Wir könnten noch einen Speer machen. Ich glaube, das machen wir auch. Besser ist das so ein bisschen zur Verteidigung. Lass uns noch mal gucken. 2 Sticks brauchen wir dafür und ein Wood. Okay, hier haben wir ein Wood. Machen wir das mal so und das kommt da hin und das verkaufen wir mal. 2, 4, 6, 8. Das würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen schöner ist. Das kann man mitunter einfach nicht so richtig sehen tatsächlich. Also so, und dann machen wir hier nochmal einen Berrybusch drauf. Wenn der jetzt nochmal pupsen würde, dann würden wir noch mehr machen, aber so geht das gerade nicht. Ja. Da ist noch ein Berry. So, und da müssen wir schon wieder essen. Yum, yum, yum. Beim letzten Mal habe ich einen Fehler gemacht. Ich sage mal einen Fehler gemacht, ja, und habe mich fortgepflanzt. Das war einfach nicht hilfreich. Das war einfach nicht hilfreich. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Es war nicht hilfreich. So, okay. Die machen da weiter. Berrybusch. Ja, der macht den Berrybusch klar. Alles klar. Wieso haben wir 4? Achso, weil das da ist. Okay, sehr gut. So, und dann wird das angezogen. Dann haben beide schon mal ein Spear. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, jetzt müssen wir halt irgendwas machen, damit wir halt hier das am besten. Damit wir halt ein bisschen Geld verdienen. Ne? Das nützt alles nichts. Da müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Wir können das Pupszeugs verkaufen. Aber wir haben unfassbar wenig Karten diesmal. Also sagen wir mal, es ist alles relativ entspannt. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Ich bin noch nicht ganz entschlossen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze hier findet. Wie gesagt, ich freue mich immer auf irgendwelche Rückmeldungen. Chat haben wir schon. Query haben wir auch schon. Number Camp Garden. Soil. Ja, wir sparen ja gerade auf den Zehner hier. Ne? So. Flint. Gucken wir mal. Ja, können wir uns leisten. Kriegen wir noch einen Coin raus. Wundervoll. Und da würde ich sagen, gehst du mal in den Berrybusch. Da gucken wir, was hier so drin ist. Aha, Berrybusch. Machen wir gleich den nächsten Berrybusch draus. Hier ist Zoll. Das ist sehr gut. Das werden wir gleich alles brauchen für den Garten. 2 Stones und 2 Wood. Sehr gut. Machen wir dann den Garten. Was habe ich gesagt? 2 Stones und 2 Wood. Das ist hervorragend. Das ist hervorragend. So, 2 Stones und 2 Wood. Ne, warte mal. Mach du mal da. So, 2 Stones, 2 Wood. Wundervoll, wundervoll. Ja, wir machen an der Stelle Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich meine, schreibt was Nettes in die Kommentare. Ihr wisst, ich freue mich immer über sowas. Und dann geantworte ich auch vielleicht. Und bis dahin eine gute Zeit. Tschüssing.